So, ich glaube, das können wir lesen, ne? Und ich lese gleich ein Buch, das macht mich unheimlich klug, weil ich die Weisheit such in diesen Seiten, will ich den neuen Weg beschreiten und mit dem Finger über die Zeilen gleiten. Yeah. Ja, der Kuni. Okay, Level 2, Charisma. Adolf kann anderen Sims jetzt den Tag verschönern. Das wage ich zu bezweifeln. Dobby, Vambo Sicker. Dobby. Ich habe Dobby Photoshop. Dobby. So. Kavina Renix? Immer noch keine bekannten Gesichter da draußen. Man glaubt es nicht, aber die ganzen Unbekannten. Da draußen schleift die Oma wieder ihre Brüste spazieren. Das ist ja ein... Das hier wäre doch was für Kuni gewesen. Warum konnten wir da nicht hinziehen? Oder konnten wir? Und ich wusste es nicht. Interessant. So. Lacht er sich gerade selber über das Buch tot oder was? Okay, Gitarrenfähigkeit steigt jedenfalls langsam. Was hat er denn da noch im Buch? Lukas Dark und die immer unwahrscheinlicher werdende Reihen von Zufällen. Dieses fesselnde Mystery-Abenteuer handelt von Lukas Dark, einem außergewöhnlich attraktiven... Ach so, das kennen wir schon. Das lege ich mal wieder ins... Ja, ich hab's gelernt. Zack, kommt es ins Regal. Und die anderen Bücher behält er mal. Was ist das hier? Liebe in den Zeiten der Stulle. Der kleine Tino und Gina sind verliebt, doch Gina beugt sich dem Druck und heiratet einen anderen. Der am Boden zerstörte kleine Tino sucht in einer Liebesaffäre mit Stullen aller Formen, Größen und Geschmacksrichtungen Trost. Viele Jahre später wird Gina zur Witwe. Kann ihre Liebe zu Tino wieder aufleben, vor allem, wo er gar nicht mehr so klein ist? Huch. Zieh ich selber mal weg. So, die sind fleißig am Üben. Ich möchte in der Zeit eigentlich was anderes machen, kann ich aber nicht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Haushalt wechsle, dann machen die ja nicht mehr weiter. Ich dachte gerade, das wäre die Pissbratze von neulich, war es aber nicht. Jemand hier drin guckt Fernsehen. Ich frage mich, warum können wir... Huch, ja... Hier können wir das Bett sehen. Wenn wir reingehen, ist es weg. Guck mal, hier können wir das Bett sehen und das Vogelbad. Ist das so, dass man hier nur durch die Fenster gucken kann? So spannermäßig? Und wenn man aber direkt reingeht, sieht man es nicht mehr? Wir bespannern die Schlömpels. Da ist der Kühlschrank, da sind die Aufkleber. Jawohl! Es ist alles da, außer wenn wir reingehen, dann ist alles plötzlich weg. Wir können also durch die Fenster gucken, wir können aber nicht einen auf Gott machen. Nur die Sims sind natürlich nicht da, ist ja klar. Oh. Ich dachte gerade, ich habe da jemanden lachen gehört. Huch. Was? Weglegen? Hä? Können wir nicht, können wir jetzt nicht mit Kunibert illegale Drogenexperimente machen? Ich meine, der ist ja noch ein bisschen fit. Staffelei kaufen? Ja, nö. Freundlich zu Adolf sein? Na gut, ist ja sein Sohn. Aber der hat natürlich keine Zeit. Witz erzählen. Aber das geht da gerade nicht. Auch wenn Kunibert einfach glücklich ist. Ine Flopsy. Ich wohne Vobe. Steve. Ich warte die ganze Zeit ja tatsächlich darauf, dass Frikadella hier rumläuft. Das, nennt sie was? Ach, die Landgrab. War die nicht. Die war doch in Sims 3, war die da nicht klein? Nancy Landgrab? War das nicht die Tochter? Kann mich natürlich auch täuschen. Ich würde sagen, wir stellen uns mal lustig vor. Huch. Hä? Warum? Warum schlüpft sie denn jetzt in was glänzendes, ledriges und... Ach. Na du kleine Schnuckelbiene. Ich zock voll gern an der Konsole, wenn du verstehst, was ich meine. Konsolenspiele sind technologisch fortgeschritten.
Ich lese lieber ein Buch oder auch drei. Ja. Ja, Bücher. Das ist mein Leben. Du hast ja schicke... Was? Geh doch nicht weg. Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen. Warum haut die denn jetzt ab? Ich kann die gar nicht anklicken. Was ist denn hier los? Smilf. Er hat es doch gerade gesagt, sie ist eine echte Smilf. Da muss er sich natürlich ranhalten. Ich kann... Der Kuni hat's versaut. Steht da noch ein bisschen, er checkt das noch nicht ganz, weil die Pillen noch in seinem Kreislauf sind. Deswegen rafft er noch nicht ganz, dass er alleine steht. Für ihn steht sie noch da. So, Outfit ändern, mit sich selbst reden. Ich hab eine Idee. Ich könnte ja... Nee, wusste ich schon. Ja, die Idee hatte ich auch schon. Das ist doof. Okay. Er hat Hunger. Ich würde sagen, dann machen wir mal Folgendes. Er könnte natürlich auch... Er wäre natürlich der ideale Typ für Blumen. Halt. Ernten. Salbei passt ja auch super. Besser würde nur noch Hanf passen. Mann. Die Gartenfähigkeit... Erdbeeren. Oh, wie geil. Erdbeeren. Chrysanthemen. Ja, big deal. Aber Erdbeeren ist geil. Und hier geht er noch ein Pfad rüber. Da geht er noch ein Pfad rüber. Manchmal kommt das Leben Pfad rüber. Doch da stehe ich. Doch da stehe ich grad drüber. Ach, schön. Indiana Kuni. Kuni Bear Jones. Schokolade zum Frühstück. Er macht natürlich jetzt erstmal ganz kurz kochen. Komm, der Adolf hat bestimmt auch Grillkäse. Das Rezept hat er natürlich von seiner Ex-Frau. Die Ex-Frau. Was ist das? Natürlich so ein Banker-Heini. Ich sehe die ganze Zeit diese anderen Sims, diese zahlreichen anderen Sims, die wir ja alle entfernt haben, weil wir die alle nicht wollten. Die wollten wir alle nicht. Aber ich sehe partout nicht unsere kleinen Liebenswerten. So, wie geht's denn Adolf? Der kann ja auch nicht mehr so happy sein. Spaß hat er nicht mehr so viel, Hygiene auch nicht. Der geht jetzt mal duschen. Der fühlt sich etwas unwohl. Lalalala. So, Vater muss kochen. Ey, Kuni, hier gibt's gleich lecker, schmecker, schmausi-fein. Ja, lass mich in Ruhe, ich stinke und muss duschen. Sonst vergeht mir der Appetit. Na, ich brauch eh noch ein bisschen. Ja. Das muss schneller gehen. Schneller duschen. Und wo ist meine Spülung? Mein Scheitel rutscht mir sonst immer nicht stören. Da sehe ich bald aus wie ein Hippie. Apropos Hippie. Ich lass mir erstmal schmecken. Und es schmeckt hier richtig gut. Ich würde den Adolf wecken, aber es geht nicht, weil er duschen tut. Duschen, duschen, du, du, du. Duschen, duschen, du, du, du. Und ich fühle mich unwohl. Es ist echt schwer, mit der Adolf-Stimme zu singen. Ich sollte auch weniger singen. Ich singe zu viel. Aber es macht mir immer so einen Spaß. Ich kann nichts dafür. Macht mit am meisten Spaß bei Wimpf. Die Wimpf. Manchmal fühle ich mich einsam. Und dann denke ich an sie. Manchmal... Manchmal da wünschte ich, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Aber das wird niemals gehen. Und ich werde nie verstehen, wie sie mich lieben konnte. So, natürlich geht er ins Bett. Aber für den Adolf ist die Schicht natürlich noch lange nicht vorbei.
Der junge Mann hat natürlich Durchhaltevermögen und ich sehe da hinten, wieso sehe ich denn hier alle möglichen Nachbarn, aber halt nie die richtigen? Was ist denn? Hier leuchtet ein Stein, okay. Natürlich, bei Nacht. Ich hätte es wissen müssen. Grob vorstellen. Adolf und Tremund kennen sich noch nicht. Das liegt natürlich daran, dass die beide damals, also sie waren damals da alle noch sehr klein, als sie getrennt wurden. Deswegen weiß er natürlich nichts von ihr, aber ich knüpfe hier mal zarte Bande an. Einfach nur, damit die sich später nochmal kennen. Da! Dein Herz ist gebrochen, das sehe ich bis hier. Lustig. No. Mein Leben ist wie ein Sportwagen. Voll gegen die Wand gefahren. Da, du bist ja ein Trauerkloß. Ein grauer Kloß, ein Trauerkloß. Was sag ich bloß? Das Reden üben hat... Ich bin so angespannt. Ich brauche einen Burger. Aber nicht diesen amerikanischen Schweinefraß. Einen deutschen Schnitzelburger. Und dann ein schönes, weiches Bett. Ich meine natürlich eine Feldmatratze. Ich brauche eine Feldmatratze. Ich brauche einen Computer, um meine Sorgen niederzuschreiben. Meine Ängste und meine Nöte. Aber ich habe ein Handy. Ich schreibe dir meine SMS. Flirten die gerade? Das wäre ekelhaft. Nanü? Für mich bist du nur Abfall. Blauer Schlumpfenabfall. Du siehst aus wie ein Schlumpf. Oh, ein Schlumpf? Ernsthaft? Wow. Damit hast du mich so getroffen. Mein Leben ist eh schon scheiße. Manchmal komme ich mir vor wie eine Lieferung bei DHL. Ich bin zwar unterwegs, aber ich komme niemals an. Huch, was war das? Mein Schicksal? Nein, es war doch, ich habe keins. Also, ich stärke gerne meine Hemden. Ist das klar? Ja, ich beschreibe sie gerne mit meinem Füllfederhalter und der schwarzen Tinte der Leere. Ja. Da. Hörst du schon die Glöcklein klingeln? Bald ist wieder Weihnachten. Weihnachten? Panzer. Ich sage irgendwas mit Panzer. Ich hätte gerne einen Panzer im Objektkauf. Warum gibt es keinen Panzer? Damit könnte ich Babys beschießen. Babys. Ich mache mir aus Babys immer Cupcakes. Die esse ich dann auf. Nicht die Cupcakes, nur die Babys. Ja, das ist ja ekelhaft. Habe ich schon die Sache mit dem Sportwagen erzählt? Mein Leben ist wie ein Sportwagen, habe ich das schon gesagt? Da, kauf dir einen Fernseher und quatsch den voll. Ich würde gerne was malen. Aber meine Palette besteht nur aus Schwarz. Schwarz. Und mein Leben ist ein wirbelnder Strudel im Kaffee. Ich bin der Kaffeesatz. Da, dann geh dich doch ersaufen. Ersaufen im Teich. Ganz schlechte Idee. Ich bin so voller Ängste. Ich schwimme nur oben. Oben. Da, dann bezahl doch den Auftragsmörder. Auftragsmörder kosten Geld, aber du siehst aus, als hättest du... Vergiss es. Dann such dir doch einen kostenlosen Mörder im Internet. Im Internet gibt's Mörder. Ich weiß das, ich bin da angemeldet. Bei Führerbook. So, ich glaube, Adolf will langsam mal... Ich habe kein Geld, was soll das denn heißen? Geh weg. So, ich glaube, die beiden verstehen sich. Beleidigendes Gespräch, okay. Der Adolf, der muss erstmal essen, sonst kommt der gar nicht mehr klar. Zusammen ein Gericht nehmen. Weißt du was? Die nehmen jetzt zusammen ein Gericht. Mal gucken, was passiert. Darf ich dich auf ein Gericht einladen, nachdem du kein Geld hast? Ich werde es reinsaugen, wie ein Roventa-Gerät. Ich bin gut im Saugen, also Staub. Doch, sag das mal nicht dem Onkel Adolf. Das darf der gar nicht hören. Was piept denn? Ich bin Müll. Vergiss nicht meine gestärkte Wäsche. Wäschestärke ist wichtig. Alter, was passiert denn da gerade? Jetzt hör doch auf zu quatschen, Adi. Geh doch essen. Oh, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie blöd die aussehen, wenn die so...
Aber der Adolf ist auch müde. Jetzt wird er schon grantelig und die Tremon stapft davon. Das sind also die Emotionen, die sie jetzt eingebaut haben. Die Sims kriegen dann so eine Emotion und dementsprechend bewegen die sich auch. Aha. Okay, das verstehe ich. So. Ja, dann geh doch kacken. Eines Tages werde ich die Welt beherrschen. Wie diesen Grillkäse werde ich ihn zerquetschen zwischen meinen beiden Toastscheiben der Vergeltung. Das hat jetzt sehr gruselig gepasst. So, okay. Die Toastscheiben der Vergeltung sind fertig. Was ist denn? Der hat doch noch gar nicht geschlafen. Da kann er eigentlich mal duschen. Und legt sich hinterher aber nochmal hin. Ist ja erst 3 Uhr nachts. So. Was hat denn der da eigentlich hinten für ein Tattoo? Ist das ein Anker? Oh Gottes Willen. Wo hat der sich denn rumgetrieben? Würde ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich in irgendeiner Seemannskneipe. Jemanden verspotten. Der ist immer so wütend, der Adolf. Und der Adolf ist wütend. Gleich kann er in sein gemütliches Eigenheim rüberstapfen, da kann er mal ein bisschen schlafen. Aber, ach Spaß, wieso hat der Adolf keinen Spaß? Der hat sich doch mit Tränen unterhalten, das ist doch die größte Freude auf der Welt. Hier ein bisschen aufräumen, da kommt der Spaß von ganz allein. Haben die... Hä? Wieso hat er nicht aufgeräumt? Haben die kein... Ach, das wollte ich ja gar nicht. Die haben ein Sofa, aber komischerweise gar kein Fernseher. Was machen Sims denn für Spaß? Also ich meine, der Adolf spielt ja nicht die Gitarre, aber was macht... Was kann der Adolf mal... Was kann der Adolf mal machen, damit er Spaß hat? Was? Getränk werfen. Na, das ist ja super. Der Kunibert, ich lass den mal machen. Oh, der Alte schläft. Was soll's, leg ich mich daneben. Eigentlich muss der Adolf in sein Bett, in sein Bunkerbett. Ich lass den heute mal da schlafen. Der Adolf hat natürlich auch nachts Angst im Dunkeln. Den Teller habe ich mal selber abgeräumt. Ich glaube, das werde ich in Zukunft eh machen. Das spart ein bisschen Zeit, da müssen die nicht so viel rumlatschen. Und jetzt gucken wir mal, wie lange die schlafen. So, der Kunibert ist wach und ist in Flirtlaune. Hat ein bisschen Hunger. Würde ich sagen, schnelle Mahlzeit essen, kann er sich mal Cerealien reindröhnen, den Joghurt. Ich bin alternativ. Ich bin so alternativ gesunken. So, ist aber immer gut drauf natürlich. Ich frag gar nicht. So früh morgens ist natürlich kaum jemand unterwegs. Ey, was macht die mal heute? Was macht der Kunibert denn mal heute? Ich weiß es gar nicht so genau. Quipimbo. Nobi. Yebu. Kimba. Pelswa. Was, Kimba? Circle of Life. Ich glaube, er quatscht wieder mit sich selber. Hat er daran Spaß eigentlich? Wieso steigt sein Spaß dann nicht? Aber sozial müsste steigen, wenn er mit sich selbst spricht. Dieser durchgeknallte Vater. Jetzt isst doch mal weiter, Junge. Mann. Ist schwierig. Lektion wahnsinnig. Kunibert ist wahnsinnig. Wahnsinnige Sims durchleben eine vollkommen unvorhersehbare Achterbahn der Gefühle. Okay, wahnsinnig muss er ja eigentlich gar nicht sein, der Kunibert. So, ich mache jetzt mal ganz kurz. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Kann er sich die Gitarre einstecken? Üben. Zum Spaß klimpern. Der kann die Gitarre aber nicht mitnehmen. Das finde ich ja blöd. Früher konnte man doch mit Gitarren sich in den Park stellen und da musizieren. Jetzt geht das irgendwie nicht mehr.
Na gut, er wollte eh üben. Das hab nicht ich angeklickt, glaube ich. Es sei denn aus Versehen. Ich wollte im Park üben. Oh, das A-Team fährt vorbei. D-D-D-D. Ja, aber wenn der nur hier übt, ich wollte jetzt eigentlich die Gitarre schnappen und in den Park fahren. Andererseits, weißt du was, der Kunibert, der ist eh immer unterwegs, da kann der auch einfach mal in den Park fahren. Was soll der Geiz? Und ich fahre über die Grenzen des Verstandes hinaus in den Wüstenblumenpark, wo ich die Menschen gerne mag. Da ist das Leben super stark. Wäre cool, wenn das einfach alles ein riesiges Gebiet wäre, ohne Grenzen und sonst irgendwas. Wenn man einfach überall hin könnte. Ohne dass geladen werden müsste. Das wäre natürlich ein Traum. Und der Wüstenblumenpark. Ja, der sieht ein bisschen schäbig aus gegen den anderen Park, muss ich mal sagen. Der ist nicht so geil, der Wüstenblumenpark. Der ist halt... Also, für Kinder ist der eher so... Weiß nicht... Weltraummonster, na komm. Das passt ja auch. Space Dad. Du, 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 du. Es ist der Space Dad. Space Dad. Oh, ist das Harry Potter? Bin mir gar nicht so sicher. Sieht fast ein bisschen gruselig aus. Das sieht aus wie so ein Pedo. Das, als ob der da lauern würde die ganze Zeit. Lektion kindisch. Kunibert ist ein kindischer Sim. Diese Sims werden nie richtig erwachsen und verlieren nie ihre Vorliebe für Spielsachen oder die Nähe von Kindern. Na gut. Kinderliebe heißt ja nicht gleich Pedo. So. Hallo? Ah, jetzt. Was können wir denn hier im Park machen? Das ist... Wir können natürlich grillen. Das finde ich auch ganz schön, ganz sozial. Wir könnten auch ein bisschen Logik trainieren, indem wir hier einfach mit Maruize trainieren. Was macht er denn jetzt? Natürlich in die Bar. Natürlich, war ja klar. Yeah, 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 yeah. Ey, bei der Tour war ich doch Groupie, ich erinnere mich noch genau. Ey, da ist keiner da an der Bar. Alles klar, da ist keiner da an der Bar. Oh, eine Gitarre. So, Freunde, kommt alle her. Onkel Kuni hat was zu verkaufen. Freunde, Freunde, das ist überhaupt nicht meine Bar, aber ich brauche die Kohle, deswegen arbeite ich hier und verkaufe fremde Drinks. An niemanden, weil keiner da ist. Getränk zubereiten. Das kostet ja alles. Brennender Vollmond und ein Zuckerzunder. Hat die Mixenfähigkeit erworben. Drinks an der Bar zu mixen. In jedem höheren Level werden neue Rezepte freigeschaltet. Mit Alex plaudern. Yeah. Machen wir gleich, sobald der Zuckerzunder fertig ist. Wird er nochmal fertig? Lockere Unterhaltung. Ah. Es ist so laut, da will ich gar nicht drüber quatschen, weil ich da die Befürchtung habe, ich werde dann selber zu laut. So, Adolf führt, ich meine natürlich, Kunibert führt natürlich ein ganz anderes Leben als Frikadella und Konsorten, der natürlich auch ganz andere Interessen. Deswegen haben die sich ja dann auch getrennt. Frikadella hat als Interesse zum Beispiel, ja, ich tippe da jetzt mal ganz wild einfach mal, sagen wir mal, Frikadella hat als Interesse zum Beispiel Essen,
Punkt. Und Kunibert will natürlich noch ein bisschen was sehen und er ist nie richtig erwachsen geworden und war sich damals auch ein bisschen zu jung für, zum Kinderkriegen, also zum Vaterwerden, ist dann quasi abgehauen so ein bisschen und ist aber nie so richtig losgekommen davon. Bereut es vielleicht hin und wieder mal, dass er seine Kinder, von seinen Kindern hat er nur Adolf mitgenommen und die anderen Kinder hat er ja nicht so, die kennt er ja gar nicht mehr. Die sind ja dann ohne ihn aufgewachsen. Quasi im Schatten der Frikadella, deswegen sind die so blass. Egal wie viele Fenster die im Haus haben, Frikadella wirft überall Schatten. Über das ganze Haus.